Und nun ein Video zu dem Thema, wie sieht ein gutes Bewerbungsgespräch aus? Guten Tag. Guten Tag, schöne Damen. Okay, dann sitze ich mal am Mäuschen. Ich bin Annika Berg und bin hier, um mich für den Job zu bewerben. Was hast du vorher gemacht? Nein, ich habe ein abgeschlossenes Studium und arbeite bereits seit 3 Jahren in dieser Branche. Es gibt bei uns natürlich Aufstiegschancen. Da lässt sich sicher etwas arrangieren. Ja, also das war jetzt eher so ein Negativbeispiel. Wir probieren es einfach gleich nochmal. Guten Tag, Mr. Gray. Salam alaikum. Oh, Entschuldigung, aber ich spreche gar kein Arabisch. Ist da ja eine Bombe drin? Hallo, Barker? Nee, das ist mir zu viel, ich gehe jetzt. Dann zieh ich jetzt nicht so an. Nee, das war ja noch schlimmer. Hier, gleich nochmal. Hallo, ich heiße Igor. Ich möchte hier arbeiten. Haben Sie überhaupt eine Arbeitsgenehmigung? Ja, ich habe hier studiert. Nur meine Eltern kommen aus Russland. Ruski, Wodka. Das ist nicht witzig. Doch, ist es. Meine Güte, das geht doch nicht an hier. Wie schwer ist es, sich als potenzieller Arbeitgeber wenigstens einmal angemessen zu verhalten? Meine Fresse. Schönen Tag. Hallo. Ja, das ist ja auch dieser Raum voller Energie. Ich fühle schon, das passt ganz wunderbar. Die Energien, die fließen geradezu. Also, das ist mein Beruf. Okay, was qualifiziert Sie denn für den Job? Ja, also, ich bin ja sehr teamfähig, weil in unserer Kommune wird alles geteilt. Und ich habe da auch keine Berührungsängste, weil, also wir machen auch jeden Dienstag Umarm-Workshops und ich glaube, das würde auch den Kollegen gut tun, wenn man die mal so spürt. Und ja, also ohne Natur und Harmonie kann man ja auch gar nicht produktiv sein. Ja, auf die Umwelt achtet unser Unternehmen auch sehr. Ja, die Natur ist unser wichtigstes Gut. Die muss beschützt werden. Also wir verzichten aber auch auf diese unnatürlichen Rollenbilder. Also bei uns gibt es eigentlich gar keine Geschlechter. Bei uns wird frei gelebt. Können Sie das erklären? Das bedeutet, wir leben Polyamor. Wir sind der Überzeugung, dass die wahre Liebe sich nicht einschränken lässt. Weder durch Geschlecht noch durch die Anzahl der Beteiligten. Dementsprechend bin ich natürlich sehr flexibel und kann mich auf die unterschiedlichsten Menschen einlassen. Wie bitte, das ist krank. Liebe gibt es nur zwischen Mann und Frau, ihr Perversen. Nein, so nicht. Und deswegen kommt jetzt eine idiotensichere Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das besser hinbekommt. Schritt 1, sei kein totales Arschloch. Ende der Liste. Ich kenne dich nicht, aber ich bin bereit, dich kennenzulernen. Vielleicht bist du perfekt für den Job.